Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema Happiness Index. Wir führen ja über einen längeren Zeitraum ein Projekt durch. Also bei uns sind das ungefähr 3 Monate. Und man braucht im Team einen Indikator dafür, der so zeigt, wenn was schiefläuft, wenn die Stimmung kippt. So, Standard-Reporting-Systeme sind da normalerweise zu träge und zu langsam. Also man kann jetzt nicht bis zum nächsten Sprint-Review-Meeting warten, oder bis zur nächsten Retrospektive, um dann zu sehen, dass es geknallt hat. Gut ist es, wenn man früher die Stimmung, und deren Entgleisen feststellen kann. Und deswegen haben wir uns angewöhnt, einen Happiness-Index zu pflegen. In einem normalen Projekt wäre das mehr oder weniger täglich zu pflegen. Bei uns ist es wöchentlich. So, wir wechseln wieder ins GitLab und nun zeige ich Ihnen, wie Sie mit einer Wiki-Seite so einen Happiness-Index pflegen könnten. Es gibt tausend andere Möglichkeiten, wie man es machen kann. Wir versuchen das einigermaßen einheitlich zu machen, damit man nämlich die entstehenden Seiten nachher parsen kann und dann können wir vielleicht noch einen schöneren Happiness-Index darstellen. Also ich starte hier mal den Happiness-Index. Sie sehen, ich habe jetzt hier mal die Woche vor dem 15.03.2021 schon eingetragen im Happiness Index. Das ist sozusagen die aktuelle Stimmung im Team. Heute ist der 8.03. Jetzt ist die Projekte sind noch nicht losgelaufen, noch ist die Stimmung fantastisch. Und Sie sehen, Gerd geht's gut, Martin geht's gut, Andreas geht's gut, Felix geht's gut und Julia geht's gut. Und falls es uns nicht mehr gut geht, können wir dann in die entsprechende Zeile dann halt ein, naja, mir geht's so mittelgut, ich bin neutral gestellt oder ich bin hier, ich bin stinkesauer, dann entsprechend eintragen. Das heißt, wir machen jetzt hier tabellarisch sichtbar, wie die Stimmung in der jeweiligen Woche ist. Wir treffen uns nur einmal wöchentlich, deswegen machen wir das jetzt wochenweise. Man könnte es täglich oder zweitäglich machen, je nachdem, was eine gute Granularität ist für das Team. Also mindestens aber wöchentlich sollte man es machen. Wie kann man das pflegen? Ich mache das hier mal auf. Man sieht, das ist hier ist einfach als Tabelle gesetzt, Woche bis und dann einfach die für jedes Teammitglied eine Spalte dazu. Und ich habe jetzt mal die erste Woche eingetragen und auch die Stimmung ist mit dieser Emoji-Notation eingetragen. Sie sehen, der Editor unterstützt mich hier, der zeigt mir schon bei Smile, das ist hier so ein Happiness-Dings. Man könnte auch eine Smile-Cat einbauen zum Beispiel. Lassen Sie das aber bitte, wichtig für uns, dass wir es pflegen können. Deswegen wird ich Sie bitten, nehmen Sie nur die Standard-Smileys. Also meine Stimmung ist super fantastisch, Smile. Wenn meine Stimmung ist so mittelgut, aber immer noch gut, Slide, Smile. Meine Stimmung ist neutral. Ich blicke den Dingen gelassen entgegen. Dann Neutral Face. Dann, naja, also mir geht schon irgendwas auf den Keks. Irgendwas läuft verkehrt. Frowning oder ich bin wirklich sauer, weil irgendwas grundlegend verkehrt ist. Dann so ein Rage. Und wenn Sie das entsprechend pflegen, dann haben wir auch die Möglichkeit, das sozusagen maschinell zu bewerten. Und was man jetzt macht, ist jede Woche eine Zeile hinzuzufügen. Sage ich also, das war Woche 0, jetzt ist Woche 1 bis zum 22.03. Und dann sollte jedes Teammitglied seine Stimmung reinschreiben. Also nehmen wir mal an, es ist alles schief gelaufen, dann ist der Benigen vielleicht stinkesauer, der Felix ist. Jetzt muss man gucken, dass wir den richtigen pflegen. Eins Gerd, zwei Martin, drei. Der Andreas ist, sagen wir mal, bedrückt, während es dem Felix noch so mittelgut geht. Ne? Also es könnte ja so ein Ergebnis sein, was dann nach der Woche passiert ist. Ich speichere das mal und dann sehen wir, jetzt haben wir hier eine nächste Zeile mit einem entgleisten Happiness Index. Wenn man das jetzt in der Woche sieht und jedes Teammitglied seine Stimmung gepflegt hat und jetzt sehen wir, da geht jetzt, fängt jetzt an, das Projekt den Bach runterzugehen, dann sollte man im nächsten Daily oder spätestens zur Retrospektive mal nachfragen, Gerd, warum hast du denn hier so ein Rage? Können wir mal reden? Können wir es im Team beheben oder ist es irgendwas Privates? Okay, aber wie gesagt, Happiness Index, nochmal Zusammenfassung, ist ein wichtiges Instrument, um relativ nah an der Stimmung im Team zu sein. Und es ist so der erste Indikator, mit dem Sie merken, dass was grundlegend schief läuft. Und dann merken Sie es schneller, als wenn die User Stories nicht mehr so schnell fertig werden oder wenn in der Retrospektive was schief geht. Und diesen Stimmungsindikator sollte man im Auge behalten. Deswegen bitte ich Sie auch, den wirklich aktiv zu pflegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.